Meine Fresse. Yeah. Au. 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 Sag was anderes. Au. Au. Sag was anderes. Rayman 3 ist ein ziemlich verbuggtes Spiel eigentlich. Aber es gibt da ein Spiel, das kann mit Rayman 2 meiner Meinung nach, nee, mit Rayman 1 mithalten. Und zwar Rayman M. Ich muss los, meinen Enkel erschrecken. Okay, mach das mal. Oh Gott, warum habe ich das nicht mit der Dose alles eingesammelt? Oh nee, jetzt. Boah, das war jetzt richtig dumm von mir. Okay, er braucht also für eine Reich. Die gibt uns jetzt eine gelbe Dose. Es gibt einen Trick, soviel ich weiß. Da darf man auf gar keinen Fall zulassen. Ach, ach nee, jetzt. Ach, egal, diese paar Punkte bringen mich jetzt nicht um. Wow. Endlich hat er mal uns zugezwinkert. Ha, ich kann's, Mucha. Nee, im Ernst, ich wurde bei diesem Kampf nur einmal verletzt. Da oben ist ein Geheimnis. Das wissen aber die wenigsten, glaube ich. Oder nee, das ist ein Geheimnis, das wissen recht viele. Sorry, aber das will so wohl nicht funktionieren. Die Kameraeinstellung mag mich nicht, könnte man sagen. Aber gar nicht so. Ach Gott. Die Kameraeinstellung ist Dreck, aber so richtig. Wechselt von einer Sekunde auf die andere. Liegt das an dem Gamepad, das ich angestöpselt habe? Aber es kann eigentlich nicht sein.
liegt's auch nicht, weil man kann Rayman 3 nicht mit Gamepad spielen. Geht nicht. Lag. Oh. Lass mich. Oh Gott, nein, nicht die. Oh Gott, die. Früher habe ich voll ewig gebraucht, um die zu besiegen. Nein, diese Geistfrau gibt uns jetzt kein rotes, sondern die gibt uns einen Schuh. Let's go. Jetzt müssen wir unseren Schuh vermöbeln. Hole den verrückten Schuh ein und laufe darauf, um ihn zu betäuben. Drücke die Springtaste oder die Schießentaste, um in den Turbo zu gelangen und ihn mehr zu verletzen. Piu! Hallo. Ich hasse das. Warum haben die sowas eingebaut? Irgendwie glaube ich, ich habe den Sound an sich zu laut.